Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Natürlich, kein Problem. Was möchtet ihr kaufen?
seid ihr ja. Pünktlichkeit scheint zu euren Tugenden zu gehören. Die Reise zum Schrein habt ihr also unternommen. Gleich werdet ihr erfahren, was es mit dem Mann auf sich hat, für den er errichtet wurde. Nun denn, bevor wir beginnen, muss ich wissen, unter welchem Sternzeichen ihr geboren wurdet. Nun, die Sterne stehen gut diese Nacht. Lasst uns einen Blick riskieren. Ich habe das Firmament über Jahrhunderte hinweg beobachtet. Es hat sich in den letzten Jahren verändert. Viel hat sich verändert in letzter Zeit. Wir leben zweifelsohne in einem sehr unsicheren Zeitalter. Dinge nehmen ihren Lauf. Die Weltfäden verlieren an Stärke, was den Süden dieses Landes verändert hat. Auf beunruhigende Weise. Die Natur, die Landschaft, die Lebewesen dort verändern sich und nehmen magische Konturen an. Das liegt daran, dass das Gefüge der Welt an Stärke verliert und arkane Energien darin eindringen. Auch das Firmament nimmt seltsame Formen an. Formen, die einen großen Umbruch bedeuten. Genauer genommen sind es Formen, die zuletzt vor 1000 Jahren über diesem Land standen. Zu dem Zeitpunkt, als der Befreiungsschlag der Menschen gegen die Göttlichen, gegen die falschen Götter begann und ich den Orden gründete. Bevor ich damit fortfahre, euch zu erklären, wofür der Orden kämpft, möchte ich euch etwas fragen. Glaubt ihr an das Schicksal? Eine bemerkenswerte Einstellung. Sicherlich habt ihr dann noch nie etwas von der Vorherbestimmung des Telimaltat, des Schattengottes, gehört. Liege ich da richtig? Der Telimaltat ist das aus Schatten geborene Gegenstück zu jener Macht, welche die Menschen gemeinhin als Schöpfer bezeichnen. Der gemeine Mann von der Straße glaubt an den Schöpfer sowie die sechs Götter. Daran ist erst einmal nichts Falsches, denn, das lasst euch gesagt sein, diese Kräfte existieren wirklich. Die Götter gibt es nicht nur in der Vorstellung der Menschen und den Worten der Priester, sondern auch in der Wirklichkeit. Doch gleichzeitig werden sie verehrt. Und hier beginnt das Problem. Denn weder sind die Götter im tatsächlichen Wortsinn göttlich, noch hat der Schöpfer irgendetwas geschaffen. Unsere Welt war schon vor den Göttern da, und dennoch beherrschen sie sowohl die Länder als auch die Menschen darin. Was ich euch nun sage, ist die fundamentale Wahrheit, auf die sich der Orden stützt. Die Götter sind allesamt nicht mehr als besonders mächtige Magier, auch Lichtgeborene genannt. Sie sind nicht unsterblich und können keine Wunder vollbringen. Sie sind wie ihr und ich, nur in größerem Umfang mit der Gabe gesegnet als jeder andere. Doch das allein gibt ihnen nicht das Recht, über die Menschen zu herrschen, meint ihr nicht auch? Es ist eine ungerechte Aristokratie, die Bevorteilung einer kleinen Gruppe Bessergestellter, die eigentlich keinerlei Recht darauf hat, die Menschen zu regieren. Der Orden kämpft dafür, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende findet und die Herrschaft der Welt in die Hände derer gelegt wird, die sie bewohnen, in die der Menschen. Genau das wollen wir. Und dazu müssen wir versuchen, Narazul Arantheal, den Mann auf dem Schrein, wiederzufinden. Denn er kann es schaffen, zum Schattengott zu werden, zum Gegenstück des obersten Lichtgeborenen und kann die Götter damit besiegen. Merkt euch das! Nur der Telimaltat, der Schattengott, hat die Macht, den Orden zum Sieg zu führen. Und sein Kommen steht in der sogenannten Vorherbestimmung geschrieben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich erhebt. Narazul Arantheal wird es sein. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr mich gerne fragen. Der Orden kämpft bereits seit 1000 Jahren für die Freiheit der Menschen und ihr Recht auf eine selbstgewählte Demokratie. Den ersten Schritt tat damals ein Mann namens Narazul Arantheal. Er gehört dem Volk der Eterna an und lehnte sich gegen die Götter, die Lichtgeborenen, auf.
Ich kämpfte an seiner Seite, ebenso wie Baratheon, der jetzt Nerims Kanzler und unser größter Widersacher ist. Narazul Arantial gelang es damals, den Scheingott Erodan, der einst über Nerim herrschte, zu überwältigen, um dadurch dieses Land von der Knechtschaft der Lichtgeborenen zu befreien. Die Gläubigen denken immer noch, Erodan wäre der Sünden der Menschen wegen von uns gegangen, um uns zu bestrafen. Doch Erodan ist nicht gegangen. Er ist tot. Arantial hat seiner Autokratie ein Ende gesetzt. Deshalb wird Nerim auch heute als einziges Land nicht mehr direkt von den Göttern beherrscht. Doch Arantials Streitmacht fiel in der Schlacht gegen die Armee aus dem Land der Göttlichen. Er wurde von ihnen gefangen genommen und gilt seitdem als vermisst. Die Rebellion kam zum Erliegen. Baratheon nutzte diese Gelegenheit, um das Vakuum nach Erodans Tod auszufüllen und sich zum Herrscher über Nerim zu krönen. Und damit führte er die Tyrannei der Götter fort, nur unter anderem Namen und nicht in unserem Sinne. Ich dagegen gründete den Orden, um die Idee Narazul Arantials nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Sanktümer sind sehr wichtig für die magische Stabilität unserer Welt. Sie besitzen eine Vorrichtung, welche die Magiefäden um uns herum bündeln kann und verhindern damit, dass diese Fäden auseinanderdriften oder sich gegenseitig behindern. Als ich den Orden gründete, erbaute ich auch dieses Sanktum, sowie ein weiteres im Westen des Tales. Ohne sie hätte die magische Kontamination im Südreich mit Sicherheit verheerende Folgen für weite Teile Nerims gehabt. Zusammen mit mir und Narazul Arantial wollten wir der Herrschaft der Lichtgeborenen ein Ende setzen. Doch wir waren naiv und kamen nicht weit. Unser Führer Arantial wurde von den Lichtgeborenen in Ketten gelegt und von da an verfolgte Baratheon nur noch seine eigenen Ziele. Schon bald wurde er der Kanzler über Nerim, verleibte sich das Nordreich ein und begann den Orden und mich, seinen früheren Weggenossen, mit allerlei wirren Gesetzen und Beschlüssen handlungsunfähig zu machen. Er will nichts mehr wissen von unseren Zielen. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste dürfte aber sein, dass wir hier im Sanktum Magie nutzen. Magie gibt dem Ausführenden Macht, die andere nicht haben. Sie ist mysteriös und geheimnisvoll. Das erzeugt Furcht. Und Furcht erzeugt Hass. Zwar beherrscht Baratheon Magie, aber er will nicht dulden, dass dies auch jemand außerhalb seiner Reihen vermag. Er ist ein sehr mächtiger Magier. Und deshalb können wir ihn nicht einfach entmachten, um selbst freie Bahn zu haben. Wenn der Orden aber weiterhin existieren soll, müssen wir bald etwas unternehmen. Nun wisst ihr alles. Ich ziehe mich jetzt zurück in mein Arbeitszimmer. Ihr könnt in der Zwischenzeit mit eurer Ausbildung beginnen. General Akorias, der Schwertarm des Ordens, wird euch mit einigen Aufgaben betrauen. Ihr könnt dabei helfen, die Begabten zu finden, die nicht in der Schattenrufmine erschienen sind. Das Treffen dort war ein Desaster. Aber wir können es uns nicht leisten, nicht mehr als einen Schüler zu haben. Zudem sollten wir besser alle Spuren verwischen, die wir hinterlassen haben.